Eine gute medizinische Versorgung ist in Moldawien für die meisten Menschen unerreichbar. Viele Krankenhäuser stammen noch aus Sowjetzeiten und sind in einem miserablen Zustand. Das Land gehört zu den ärmsten Europas und die medizinische Versorgung ist in vielen Regionen katastrophal schlecht. Ich bin chronisch krank. Mit meiner Rente und Behindertenversorgung kann ich es mir nicht leisten, Medikamente und Behandlung zu bezahlen. Zusammen mit der moldawischen Hilfsorganisation Gloria will das christliche Hilfswerk Wort und Tat Menschen wie Konstantin Vragenlov helfen. In Chadirlunga wurde dafür ein medizinisches Zentrum aufgebaut. Vera Trakalova arbeitet dort seit der Gründung 2006 und weiß, wie wichtig die medizinische Hilfe für die Menschen hier ist. Viele Patienten sagen, dass sie ohne unsere Hilfe wahrscheinlich gar nicht mehr leben würden. Bis zu 100 Patienten behandeln Vera Trakalova und ihr Team jeden Tag kostenlos. Denn viele Moldawier haben keine Möglichkeit, sich in den staatlichen Krankenhäusern behandeln zu lassen. Die meisten verdienen gerade einmal 100 Euro im Monat. Zu wenig, um davon Untersuchungen und die Medikamente zu bezahlen. Seit ich hier arbeite, sind es immer mehr Patienten geworden. Das zeigt, wie wichtig unsere Arbeit hier ist. Mit einem eigenen Labor, in dem Blut- oder Urinproben vor Ort analysiert werden können, ist es den Ärzten auch in komplizierten Fällen möglich, schnell die richtige Diagnose zu stellen. Wenn ein Patient hierher kommt, können wir die Untersuchung, wie zum Beispiel ein EKG, sofort umsetzen und im Labor die Analysen durchführen. So können die Patienten häufig schon mittags mit den richtigen Medikamenten wieder nach Hause gehen. Zusammen mit den Menschen in Chadirlunga ist Wort und Tat dankbar, dieses Projekt begleiten zu können. Getreu dem Motto: Gott liebt die Menschen, wir zeigen es ihnen in Wort und Tat.